Moin moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Kleines kurzes Video. Und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Christian, der smaragdgrüne Shelby GT350, wurde ja verkauft. Hier ist der neue Besitzer, Jan. Und er hat den gleichen Werdegang praktisch gemacht, wie ich jetzt gemacht habe. Und zwar fuhr er einen 219er. 219er Mustang GT, ja. Handschalter. Handschalter, 450 PS. Also ja, komplettes Programm, Facelift halt. Facelift halt und jetzt GT350. Warum jetzt GT350? Einmal bei Christian mitgefahren, oder? Nee, gar nicht. Ich habe den vorher überhaupt nicht Probe gefahren. Ich bin keinmal mitgefahren, ich habe den nicht Probe gefahren. Christian hat gesagt, er verkauft den. Ich habe den einmal gesehen auf dem Treffen. Ja. Und da dachte ich mir so, den Wagen musst du irgendwann haben. Und dann hat Christian mir Anfang des Jahres geschrieben, er verkauft den oder hat mir seine Anzeige vom Mobile geschickt. Ja, und dann war die Frage, den will ich haben. Den muss ich haben. Gerade von Christian kommt, der ist ja super damit umgegangen. Der ist top gepflegt, da kann man nichts sagen. Der ist top gepflegt, die Wagen kriegst du sonst nicht. Richtig, die sind sogar im Preis ein bisschen, schon gut gestiegen, so zwischen 5-10%. Und Christian seiner hat ja wirklich viele Goodies schon verbaut. Der hat eine Schaltwegsverkürzung, der hat den Airfront-Splitter, der hat das ZL1 Blade hinten dran, der hat ein bisschen Alcantara hier, pipapo. Von daher, ja. Wie groß ist der Unterschied für dich? Alter, mega. Das ist unbeschreiblich. Kann sich kein Mensch vorstellen, wie groß der Unterschied ist, oder? Ich hab vorher einen Opel Corsa gefahren vor dem Mustang und ich würde fast sagen, der Unterschied von dem Mustang zu dem Shelby, obwohl es nur 80 PS mehr sind, ist größer als vom 100 PS Corsa zum 450 PS Mustang. Habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Ich habe immer gesagt, du kannst eine C-Klasse fahren, du kannst AMG fahren, der Unterschied ist groß. Aber der Unterschied zwischen einem Mustang und einem GT350 ist größer. Das ist einfach so unvorstellbar. Besonders Traktion im Nassen ist unvorstellbar, oder? Ja. Also wir haben ja heute die volle Packung bekommen. Es hat ja sogar gehagelt, alles auf der Rennstrecke. Wir sind hier in Meppen immer noch. Also unvorstellbar. Ich bin gestartet, im Regen hatte ich Topzeit, ich glaube 1,35, 1,32, sowas. Und jetzt gerade im langsam trocken werdenden Bereich hatte ich 1,19,2 und es sieht jetzt nicht gerade nach Regen aus. Der letzte Turn wird, glaube ich, richtig Attacke. Das wird nochmal gut, ja. Ja, also ist unvorstellbar. Hattest du schon Probleme mit dem Shelby oder so? Nein, überhaupt keine. Nee. Also. Wichtigste ist halt Service. Ruhig früher als zu spät. Definitiv. Ja, Christian hat noch ein komplettes Paket bei sich. Öl und Filter, das kriege ich jetzt auch noch. Ja. Und dann kriegt er ich glaube, er sagt irgendwie 2000 Kilometer noch, dann braucht er wieder Service. Ja, im Prinzip kannst du, denke ich, nach der Rennstrecke jetzt schon fast machen. Dann so noch 200, 300 Kilometer und dann zack, Abfahrt. Ich mache auch immer so alle 3.000 bis 5.000. Weil die Sachen kosten ja nicht viel, Leute. Der Motor kostet mehr. Von daher. Und Ölwechsel, die meisten können es selber machen. Dann bezahlst du für das Öl 100 Euro, für den Filter 10 Euro, für die Schraube 10 Euro, dann bist du bei 120 Euro fertig aus. Ja, das geht echt klar. Das Einzige, was ich jetzt hatte, die Lampe, Birne? Die Birne, ja, die hat den Kontakt abgebrochen. Alter, ich hab noch gar nichts. Da dachte aber ich da kannst du halt, das kann immer passieren. Scheißegal. Du musst ja bedenken, in dem Auto vibriert ja wirklich alles. Ja. Ja. Du hast irgendwas hier drin, ich habe hier immer irgendwie Kleingeld drin, das rasselt immer. Diesem Auto, wenn du irgendwas Metallisches hast, du hast ein Rasseln. Es rasselt immer. Aber das ist geil, oder? Das gehört voll dazu, voll Motorsport-Feeling, das ist schon geil. Was findest du geiler, den Motor oder das Getriebe? Die Kombi.
Ja, aber das Getriebe ist doch ein Gedicht gegenüber dem MT-82, oder? Ja, also das Getriebe, wenn du dann letztens noch auf der Landstraße unterwegs, wenn du da raus beschleunigst, du musst dich mal voll ausdrehen, einfach durch die Gänge schalten, das ist... Ja, das ist auch Hammer. So knackig und ja. So eng beieinander. Genau. Ja, okay, du hast jetzt mit dem Schaltwegsverkürzer und sowas, das ist schon richtig geil. Richtig, richtig, du hast die Schaltwegsverkürzung bei aber mir. Der Motor, wenn man den ausdreht, das ist auch einfach geil. Bei mir also, kommt ja auch noch ein bisschen was. Wenn die Leute mal liefern würden aus Amerika. Ja. Aber ansonsten, also. Ich bin auch echt froh. Ich bin sogar ein bisschen sauer auf mich selber, dass ich es nicht früher gemacht habe. Ist echt so. Aber man hat halt keine Möglichkeit, die Dinger mal Probe zu fahren. Das ist der Punkt. Du musst Minimum, also wenn du Glück hast, klar hast du einen bei dir in der Nähe. Aber ansonsten musst du echt schon 200-300 Kilometer in Kauf nehmen. Mindestens, ist einfach ja. So, ja. Wenn du überhaupt mal einen kriegst. Das ist ja, die letzten Jahre war ja überhaupt keiner, den du hättest kaufen können. Das waren ja alles nur irgendwelche Totalschäden aus Litauen importiert. Mhm. Es gibt ja keine vernünftigen zu kaufen. Das ist genau der Punkt. Was willst du noch so ändern? Eigentlich muss man nichts ändern. Nee, so aber viel man, muss man gar nicht aber ändern. Man will es trotzdem. Man will mal es gucken, einfach. Was mit der Zeit so kommt, auf was für Ideen man kommt, was andere noch so machen, was man sich vielleicht mal inspirieren lassen kann. Wer ja, meine Pedale? Die sind schon echt nice. Aber mal ja. Gucken. Stück für Stück. Ich will den ja auch nicht wieder abgeben, von daher. Ja, also ich habe auch beschlossen, also meiner bleibt bei mir, egal. Dann müssen die Autos noch zusätzlich kommen, aber der Shelby, der geht nicht. Ist ganz einfach. Christian kriegt ja auch schon wieder einen 350R oder so wieder. Hat er ja schon. Vielleicht, wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich. Der Typ darf sich eigentlich nichts anderes holen. Nee. Der ist der größte Freak von uns überhaupt. Der weiß alles. Der weiß jedes Bauteil, was die irgendeinem Monat mal geändert haben oder so. Der weiß alles. Also für den, der spinnt ja gerade mit einem GT4 und mit einer Corvette Z06 rum. Darf er nicht. GT350R. Schreibt es in die Kommis. Der muss ihn GT350R holen. Angebot hat er ja schon. Ich weiß. Ja. Obwohl, ja, im Nachhinein, ja, hätte ich vielleicht einen kaufen sollen, aber man muss auch ehrlich sein, es gibt eigentlich keine auf dem Markt. Und wenn welche auf dem Markt sind, sind die einfach überteuert. Wenn man das, man ist ja auch in den amerikanischen Gruppen drin und wenn man die Preise sieht, da stecken sich die Händler so viel Kohle bei weg. Unfassbar. Oh. Der Blaue, der inseriert ist, der hat einen guten Preis. Ich glaube, der will 77 haben. Für 5000 Kilometer, das ist ein fairer Kurs. Aber die Farbe muss einem gefallen. Es ist halt ein Blau. Ein sehr helles Blau. Aber ansonsten, ich bin auch so froh über das Fahrzeug. Ich bin echt mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und was man dies Jahr noch so machen kann. Ja. Welzer Berg macht ja bald auch wieder auf. Darf auch wieder gefahren werden? Naja, wenn das zeitlich passt, bin ich auf jeden Fall am Start. Und ich hoffe dann nochmal mit besserem Wetter, weil 1,5 Turns in gutem Wetter, naja. Okay Leute, das nur als kurzes Video dazu, damit ihr das auch mal von jemand anders hört, wie gut dieses Auto wirklich ist. Also wir möchten euch jetzt hier keinesfalls den Mustang schlecht drehen, aber... Wenn die Möglichkeit einen zu kaufen, 350 sollte einkaufen. Die Preise wären nicht günstiger, glaubt es mir. Also wer da irgendwie drauf spekuliert, die Preise wären nicht günstiger. Das hat jetzt die Vergangenheit bewiesen. Die Preise ziehen immer mehr an. Die Fahrzeuge sind einfach so gefragt. Es wurden halt sehr, sehr wenige im Vergleich ungefähr gebaut. Also Leute, haut da rein, bis dahin, ciao.